Das ist das Heus. Herr Präsident, vielen Dank. Herr Präsident, Herr Bundesrat, meine Damen und Herren, guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich habe diese Einladung gerne angenommen, aus zwei Gründen oder weil mich zwei Einsichten oder zwei Wahrheiten animieren. Die erste ist, die Schweiz kann aufgrund ihres politischen Systems, auf das wir alle so stolz sind, die Schweiz kann immer nur das tun, worauf sie sich einigen kann. Und die zweite Wahrheit, die zweite Einsicht ist, weil sie sich eben immer einigen muss, bei dieser unablässigen Suche nach dem gemeinsamen Streben und Wollen ist allen, bei allen gegensätzlichen Ansichten ist allen eines gemeinsam. Die aufrichtige Sorge, das redliche Bemühen um das gute Fortkommen dieses unseres Gemeinwesens. Und das ist eine Einsicht, die ich schon sehr früh als Jugendlicher heranbilden konnte, aufgrund meiner Erziehung im Elternhaus, aber auch meiner ersten Schritte als junger Beamter. Ich mag mich erinnern an eine Podiumsdiskussion im Saal der Gastwirtschaft zum Schlüssel im freiburgischen Übersdorf, wo ich, das war während den Verhandlungen zum EWR, wo ich ein Junger in einem kleinen Teilbereich, ein junger Unterhändler war in den EWR-Verhandlungen, wo ich eine Publikumsveranstaltung absolvieren durfte und die Gegenseite war vertreten worden vom legendären Dr. Otto Fischer, der ja einer der Mitbegründer der Urorganisation ist, die jetzt pro Schweiz ist. Nun zum heutigen Thema. Ziele und Stand der EU-Verhandlungen. Das Problem, das ich sehe in der europapolitischen Diskussion, ist, dass wir immer die Tendenz haben, vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen. Also wir konzentrieren uns immer auf die Bäume. Sie sind entweder zu lang oder zu kurz oder gewisse sind krumm, andere haben seltsame Blätter, gewisse, glauben wir, sind vom Borkenkäfer befallen und dann machen wir auch noch invasive Arten aus, die uns nicht gefallen. Aber die Diskussion ist immer sehr präzis zu konkreten technischen Fragen. Das hat natürlich auch mit unserem politischen System zu tun, weil wir ja immer wieder an die Urne gehen und wir gewohnt sind, die Fragen wirklich zu vertiefen und eben auch das Technische anzuschauen. Aber indem wir das tun, verlieren wir den Blick für das große Ganze, also für den Gesamtzusammenhang der Europapolitik im Zeitenlauf. Und das möchte ich gerne heute mit Ihnen anschauen, einen Schritt zurücknehmen und auf das große Ganze blicken, um, ich hoffe, es zeigen zu können, dass wir eine bemerkenswerte Konstanz haben in der schweizerischen Außenpolitik, was die Interessenlage anbelangt, was die Ziele des Bundesrates anbelangt und auch den Ansatz, vielleicht mit einer Ausnahme, ich komme dazu. Und ich werde das anhand von drei Slides, wie man heute sagt, machen, aber ihr werdet erkennen, es sind Folien, die alten Hellraumprojektorenfolien und fürwahr, das sind Folien, die ich fabriziert habe 1992, als es um den EWR ging. Aber die Grundfrage, mit der wir uns auseinanderzusetzen haben, ist immer noch die gleiche. Hier sehen Sie diese alte Folie, es wird drei geben. Und ich erkläre, links auf der Folie ist, was in der EU passiert, rechts ist, was bei uns passiert und in der Mitte ist der große Lauf der Zeit, was gesamteuropäisch geschieht. Ich fange an nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt es zur Gründung einer internationalen Organisation, die OEEC, die Organisation für die europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ziel war es, den Marshallplan umzusetzen. Und wir sagen sehr gut, das ist eine wirtschaftliche Organisation, da machen wir mit.
und treten sofort bei. Ungefähr gleichzeitig, ein Jahr später, wird der Europarat gegründet. Da aber sind wir zurückhaltend, weil wir sagen, aus neutralitätspolitischen Gründen, das ist wahrscheinlich eine politische Organisation, wir treten dem Europarat nicht bei. Erst 14 Jahre später sehen wir, was der Europarat ist, nicht diese politische Vereinigung des Kontinents, also machen wir auch dort mit erst ab 63. In der Zwischenzeit, in den 50er Jahren, bildet sich die EU heran. Ich sage immer nur EU, der Einfachheit halber. Früher hieß es, sie hat verschiedene Namen gehabt, aber der Einfachheit halber sage ich einfach immer EU. Also ab 51 mit der Montanunion und dann die EWG-Verträge, die Römer-Verträge etc. Also da seht ihr, es geschieht plötzlich etwas auf EU-Seite. Aber das große Thema und unsere große Absicht zusammen mit den Briten war es, eine große paneuropäische Freihandelszone zu erschaffen. Aus der Einsicht heraus, dass wir als relativ kleine Volkswirtschaft, also wir sind eine wichtige Volkswirtschaft, aber mit einem kleinen Binnenmarkt, müssen wir Zugang haben zu dem, was eigentlich im weiteren Sinne unser Heimmarkt ist, nämlich der europäische Markt. Und das sollte man tun durch eine große europäische Freihandelszone. Aber wir schaffen es nicht. Und 1958 wird dieses Projekt definitiv abgeschrieben. Es hat nicht gereicht, weil eben auf der linken Seite die EU sich heranbildete und selber einen Binnenmarkt am Organisieren war. Ich überspringe dann die Assoziation und komme weiter. Aber oben seht ihr links, schon damals, 1963, sagen die Engländer, okay, also diese große Freihandelszone, die wir mit den Schweizern machen wollten, die wird nicht geschehen. Also gehen wir dort, wo die Musik gespielt wird und das ist in der EU. Aber de Gaulle hatte damals gesagt, non, und sie konnten nicht beitreten. Vor diesem Hintergrund mussten wir uns etwas einfallen lassen und im 72 machen wir dann das Freihandelsabkommen mit der EU, die Mutter aller Abkommen, auf dessen Grundlage wir dann eben so viele zusätzliche Abkommen haben abschließen können. Und ungefähr zur gleichen Zeit gehen gewisse Länder, die mit uns in der EFTA waren, das habe ich noch nicht erwähnt, wenn ich schnell zurückgehe, nachdem die große Freihandelszone nicht geschaffen werden konnte, hatten wir gesagt, okay, also machen wir eine kleine, die EFTA, die European Free Trade Association, okay, machten wir mit den Engländern und anderen europäischen Staaten zusammen. Dann aber 1972, die Dänen und UK, die Engländer, die mit uns in der EFTA waren, wechseln die Seite, gehen rüber. Die Irländer, die noch nirgends waren, gehen auch dort rüber. Und dann fast forward, 84. Eine Ministerkonferenz in Luxemburg, wo alle Minister der EU und alle Minister der EFTA-Staaten zusammenkommen und in der Luxemburger Erklärung sagen, wir wollen einen gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraum kreieren. Das ist das erste Mal, wo dieser Begriff EWR kommt. Und diese Idee gefällt uns sehr gut, weil sie erinnert uns an unsere alte Idee der großen europäischen Freihandelszone. Unsere Idee und unser Verständnis des EWR 84 war, wir haben die EU, wir haben die Schweiz und gemeinsam kreieren wir ein drittes, ein Tertium, diesen europäischen Wirtschaftsraum. Mit dieser Logik sind wir damals in die ganzen Arbeiten zum europäischen Wirtschaftsraum eingestiegen. Dann aber geschieht Folgendes. Sie schauen wieder auf der linken Seite. Bei der EU kommt es zu einer Beschleunigung. Die EU sagt, wir müssen, was eigentlich in den Verträgen immer schon vorgesehen war, in den Römerverträgen, den Binnenmarkt, den müssen wir jetzt wirklich realisieren. Und sie lancieren das Projekt EG 92 mit dem berühmten Weißbuch und den ganzen Rechtsgrundlagen, die das eben ermöglichen sollen, die einheitliche europäische Akte. Also eine Beschleunigung hin zum europäischen Binnenmarkt.
so dass 89 dann Delors kommt und sagt, schaut her, wir machen den EWR schon, aber es ist nicht mehr dieses Tertium, das wir gemeinsam kreieren wollten, sondern es ist unser Binnenmarkt, zu dem ihr hineinkommen könnt, wenn ihr wollt. Ihr könnt mitmachen, wenn ihr wollt, aber es ist unser Binnenmarkt. Und dann auf dieser Grundlage wurde dann verhandelt. Das hat auch zu einer Bewegung, Absatzbewegung von der EFTA hin wieder zur EU geführt. Ihr seht links, die ersten sind die Österreicher, die ein Beitrittsgesuch hinterlegen, dann die Schweden, dann die Finnen und dann sogar der Bundesrat. Der berühmte Brief vom 18. Mai 92, der bittet um die Eröffnung von Verhandlungen für eine Beitrittsakte. Und dann der EWR, die Kampagne, die Verhandlungen finden statt, werden abgeschlossen, die Kampagne findet statt. Das habe ich während, also noch bevor wir in der Kampagne war das geschrieben worden. Und das Resultat kennen Sie vom 6. Dezember 92. Was der Bundesrat dann hätte tun können, weil seine das schweizerische Interesse war seit Anfang bis dann und bis heute immer das gleiche gewesen. Wie stellen wir uns an, damit wir nicht abgekoppelt werden von unserem Heimmarkt? Und unser Heimmarkt ist der europäische Markt und der nimmt die Gestalt an des EU-Binnenmarkts. Also nach dem EWR-Nein hätte ja der Bundesrat entweder die Direttissima machen können, hin zum EU-Beitritt, also die Beitrittsverhandlungen aufnehmen. Aber das hat er genau nicht gemacht. Und wenn man schaut, was dann mit der Idee des EU-Beitritts geschehen ist, der EU-Beitritt war damals Politik, aber der Bundesrat handelt nicht auf dieser Grundlage. Später verwässert er das und in den bundesrätlichen Papieren wird es zum strategischen Ziel, später nur zum Ziel, später noch wird es nicht erwähnt und ganz zuletzt zieht der Bundesrat physisch das Schreiben vom 18. Mai 92 zurück. Geht man nach Brüssel und sagt, können wir diesen Brief wieder zurücknehmen, wir haben ihn nie schreiben wollen. Also, diese Möglichkeit des EWR-Beitritts, die der Bundesrat in der Tat in Aussicht genommen hat, ist ad acta gelegt über die Zeit. Und der Staatsschutz dazu gefällt eben sofort nach dem EWR. Nein, der Bundesrat geht in eine bilaterale Logik. Und die bilaterale Logik besagt, wir wollen, was wir wollen, also wir sollen Zugang und Mitbeteiligung im Binnenmarkt haben, dort, wo wir es wollen und nicht dort, wo wir es nicht wollen. Also eine maßgeschneiderte Lösung, nicht wie im EWR, wo man alles gehabt hätte. Das ist die Grundlage des Erfolgsmodells der Schweiz. Wir finden und maßschneiden uns den Zugang zum Binnenmarkt und wahren uns gleichzeitig unsere verfassungsmäßige, föderalistische, demokratische und direktdemokratische Ordnung und werfen dort unsere Rechtsordnung nicht über den Haufen, wo sie determinierend ist für eine starke, flexible Wirtschaft. Und diese Politik ist dann von Erfolg gekrönt mit den bilateralen 1 99, bilateralen 2 2004. Und so möchten wir weitergehen. Mit der Zeit aber stellen sich Schwierigkeiten ein, weil die EU sagt, das ist schon recht, dass wir so kutschieren mit euch, aber ihr habt jetzt so viele Verträge, wir müssen eine gewisse Ordnung hineinbringen, institutioneller Natur, wir müssen wissen, was sind die Mechanismen, damit ihr den Acquis Communautaire, also das EU-Recht, dort übernehmt, wo ihr dann auch voll im Binnenmarkt seid. Wir haben keinen Streitbeilegungsmechanismus, wie können wir das machen? Was ist die Rolle des EuGH? Wir sind besorgt und so weiter. Das ist dann eine
Bedingung der EU. Die EU sagt, wenn wir nicht alle diese Fragen klären in einem generellen, abstrakten, horizontalen Rahmenabkommen, institutionellen Rahmenabkommen, wo alle diese Fragen ein für alle Mal geklärt werden, auch für zukünftige Verträge, solange wir das nicht haben, passiert nichts mehr. Und später fangen sie an, uns abzustrafen. Die Börsenäquivalenz wird nicht verlängert. Wir fliegen aus Horizon hinaus. Die MedTech-Äquivalenz wird nicht verlängert. Andere werden auslaufen, weil wir uns eben nicht finden in dieser Verhandlung zum institutionellen Abkommen. Sodass der Bundesrat dann zuletzt den Stecker zieht und sagt, das kann es nicht sein, so werden wir uns nicht einigen können, und einen Gegenentwurf macht. Einen Gegenentwurf, in dem er sagt, statt ein generell abstraktes Abkommen abzuschließen, von dem man nicht genau die Konsequenzen abschätzen kann, weil es eben nicht bezogen ist zu konkreten Abkommen, die wir bereits haben, oder zu konkreten Abkommen, die wir dereinst noch aushandeln wollen, statt diesem Ansatz, der nirgends hingehen wird, verhandeln wir jetzt schon neue Verträge, und alle institutionellen Fragen, die wir behandeln müssen, behandeln wir immer ganz präzise in jenen Abkommen, wo das gemacht werden muss, nämlich jenen, die uns die direkte Beteiligung am Binnenmarkt geben, und das andere eben nicht. Dort, wo wir gar nicht dabei sind, stellen sich diese Fragen nicht. Das ist der Ansatz, der dann angenommen wird von der EU, an dem wir jetzt verhandeln. Und das alles ist auf der Grundlage der Überzeugung des Bundesrates, dass der bilaterale Weg, so wie wir ihn bis anhin entwickelt haben, so wie wir ihn jetzt mit diesem Verhandlungspaket festigen, solidifizieren und die Grundlage bereitstellen für ihn, um ihn weiterentwickeln zu können, das ist die Vorgehensweise, die am besten dem schweizerischen Interesse entspricht und am besten unsere verfassungsmäßige Ordnung wahrt. Hier auf dieser Grafik sehen Sie die verschiedenen Varianten, wie man eine Beziehung aufbauen kann mit der EU. Und wie wir auf Sensordeutsch sagen, es muss auch als mittler Speuchli haben. Es muss alles, wir stellen alles am liebsten ins mittlere Gestell, sehen wir, unsere Variante ist ziemlich im Zentrum. Wenn wir jetzt das weiterentwickeln, ist Frage, wie wollen wir es weiterentwickeln? Und das ist eine Analyse, die der Bundesrat im Juni 2023 gemacht hat. Wollen wir in diese Richtung gehen, also eher weniger, als wir jetzt schon haben, also eine reine Freihandelslösung mit Assoziation, oder noch weniger, eine Freihandelslösung mit gewissen Kooperationen wie die Engländer, oder noch weniger, eine Freihandelslösung, wie es die Kanadier haben, oder wollen wir in die andere Richtung gehen, Richtung EWR, nein, haben wir schon einmal gehabt und abgelehnt, Richtung Freihandel und Assoziierung in sehr fortgeschrittenem Maße, nicht anwendbar für uns, weil es noch mehr ist als EWR, was wir ja schon nicht wollten, und zugeschnitten ist auf die Mikrostaaten in Europa, San Marino und Andorra, oder den Beitritt, haben wir vorhin gesehen, außer Abschied und Traktanten gefallen, steht nicht mehr zur Diskussion. Also, wenn wir diesen Weg solidifizieren wollen, festigen wollen und dann später auf dieser Grundlage weiterentwickeln, gehen wir weder in diese Richtung noch in jene, mais on sort par le haut, indem wir eben dieses Verhandlungspaket schnüren und mit der EU aushandeln. Und wenn wir das machen, ist es die beste Art, die doppelte Natur unserer Interessen zu verteidigen. Die offensiven Interessen, die ihr hier aufgelistet seht, und die defensiven Interessen, die ihr hier auch aufgelistet seht. Und was ich hier sagen kann, ist, so wie wir in der exploratorischen Phase
uns geeinigt haben mit der EU im sogenannten Common Understanding, das ist dieses Dokument, das genau umschreibt, worüber wir verhandeln und was wir gemeinsam erreichen wollen. Wenn wir diese Verhandlung jetzt fertig führen können, auf dieser Grundlage des Common Understanding und des bundesrätlichen Mandates, das nach der Konsultation noch ein paar Verschärfungen eingebaut haben, dann sichern wir den Wohlstand der Schweizer Bevölkerung, dann sichern wir den Zugang in den Binnenmarkt, dort, wo wir ihn haben wollen und eben nicht, wo wir ihn nicht brauchen. Wir kreieren Rechtssicherheit, die wir sonst nicht mehr haben. Wir nehmen an den EU-Programmen teil, die wir haben müssen, und wir nehmen neue Verträge hinein. Und auch die defensiven Interessen sind gut gewahrt. Es gibt keine Immigration in unsere Sozialwerke, unsere Verfassungsordnung, auch zum Beispiel die Ausweisung krimineller Ausländer bleibt vollumfänglich gewahrt. Die Fragen der Rechtsübernahme sind geklärt. Es ist keine automatische Rechtsübernahme, sondern eine dynamische. Ich komme später dazu. Es ist uns anheimgestellt, etwas nicht zu übernehmen, etc. Ihr seht die verschiedenen Punkte, die wir hier als defensive Interessen gut wahren können. Hier sehen Sie noch einmal diesen Paketansatz. Die bestehenden Abkommen, neue, die dazukommen, zusammenarbeiten und der schweizerische Beitrag, das ist klar. Wenn das Gesamtpaket ein gutes ist, dann wird die Schweiz bereit sein, einen regelmäßigen Kohäsionsbeitrag zu leisten, von denen wir ja bereits zwei geleistet haben. Ich möchte zwei Aspekte kurz vertiefen zum Schutz. Der Lohnschutz ist ja eine Frage, die immer wieder diskutiert wird, und es ist die Frage einer Schutzklausel, auch die, an der verhandeln wir. Aber das ganze Schutzkonzept ist viel breiter als das. Es ist ein eigentliches Schutzkonzept mit drei Stufen. Man hat Prinzipien, die die ganze Anwendung und die ganze Logik bedingen. Wir haben konkrete Ausnahmen, die gewahrt bleiben, die wir schon rübernehmen von den alten Flammen, die gewahrt bleiben. Und neu, wir haben die sogenannte Non-Regressionsklausel. Also das Schutzniveau, das wir haben, hinter das können wir nie mehr zurückfallen. Ich möchte schnell zwei Punkte vertiefen, wenn Sie erlauben, Herr Präsident, weil das ja Fragen sind, die immer wieder kommen, nämlich das Streitbeilegungsverfahren und die dynamische Rechtsübernahme. Beim Streitbeilegungsverfahren die Frage, was ist die Rolle des EuGH? Und wahrscheinlich bin ich zu nahe. Ja. Und bei der dynamischen Rechtsübernahme können wir überhaupt beschließen, dass wir gewisses EU-Recht nicht übernehmen wollen. Und ich möchte das anhand dieser Grafik machen zum Streitbeilegungsverfahren. Erstens muss man sagen, das ganze Streitbeilegungsverfahren, von dem wir reden, betrifft nur Streitigkeiten zwischen uns als Staat mit der EU, nicht zwischen wirtschaftlichen Operatoren im Binnenmarkt. Diese Streitigkeiten werden vor den normalen Gerichten ausgefochten, sei es in irgendeinem EU-Staat oder in der Schweiz, vor den schweizerischen Gerichten, wo dann der EuGH gar nichts zu bestellen hat. Aber wenn die Streitigkeit zwischen der EU und der Schweiz ist, dann greift dieses Verfahren. Und ich nehme ein Beispiel, eben dynamische Rechtsübernahme. Die dynamische Rechtsübernahme ist nicht eine automatische. Dynamische Rechtsübernahme heißt, in einem Bereich, wo wir vertraglich bereits verbandelt sind und unsere Wirtschaft voll Teil des Binnenmarktes ist, wenn dann das Binnenmarktrecht sich weiterentwickeln, dann muss sich das schweizerische Recht auch weiterentwickeln, damit dort die Äquivalenz gewahrt bleibt. Aber diese Übernahme, diese Weiterentwicklung geschieht nach unseren verfassungsmäßigen Grundsätzen.
Das heißt, der Bundesrat bereitet eine Vorlage vor, sie geht ins Parlament, das Parlament entscheidet, die Vorlage ist referendumsfähig und dann ist es Ja oder Nein. Wenn es Nein ist, dann haben wir eine Differenz, eine latente Streitigkeit. Da trifft man sich zuerst im gemischten Ausschuss, das ist noch politisch. Dann kann man sich entweder einigen, wenn man sich nicht einigt, dann kann eine der Parteien das paritätische Schiedsgericht anrufen und das paritätische Schiedsgericht wird dann den Fall beurteilen. Nicht der EuGH beurteilt den Fall, sondern das paritätische Schiedsgericht. Und das paritätische Schiedsgericht fragt den EuGH um die Auslegung des EU-Rechts nur dann, wenn das paritätische Schiedsgericht nicht genau weiß, was das EU-Recht sagt, aber überzeugt ist, dass es relevant und notwendig ist, zu wissen, was die genaue Interpretation des EU-Rechts ist, um den Fall überhaupt beurteilen zu können. Und in diesem Falle fragt das Schiedsgericht den EuGH, was sagt das Europarecht in diesem Fall konkret? Und der EuGH sagt A oder B und auf dieser Grundlage richtet dann das Schiedsgericht. Und dann ist alles gut, man hat sich geeinigt und der Schiedsspruch wird respektiert oder der Schiedsspruch wird nicht respektiert oder nicht umgesetzt und dann kann die andere Partei eine Ausgleichsmaßnahme treffen und gewisse Vorteile, die die beiden Parteien haben, aus dem Vertrag haben, wieder herausnehmen, weil sie sagen, ihr macht, respektiert nicht den Schiedsspruch, also sollt ihr wieder nicht alle Vorteile haben. Und das ist nicht nur, wie manchmal gesagt wird, wir werden abgestraft von der EU, wenn wir das Recht nicht übernehmen. Das ist eine perfekt zweiseitige Angelegenheit. Auch wir können die EU vor das Schiedsgericht ziehen und auch wir können die EU mit Ausgleichsmaßnahmen versehen. Das probieren wir jetzt alles umzusetzen in den Verhandlungen. Es sind 14 Verhandlungsstränge, die ihr hier aufgelistet seht. Auf der schweizerischen Seite sind das 71 Unterhändler, die quasi Tag und Nacht am Verhandeln sind. Die Ambition von Kommission und Bundesrat ist, dass man fertig kommt bis Ende Jahr, damit dann das Ganze dem Parlament unterbreitet werden kann. Und damit schließe ich. Ich habe jetzt geredet über die Europapolitik und die Verhandlungen als solchen. Aber es gibt ja auch eine innenpolitische Schiene. Und die innenpolitische Schiene, die setzt sich auseinander mit den Umsetzungsmaßnahmen und den Begleitmaßnahmen. Die Umsetzungsmaßnahmen ist all das, was wir tun müssen, damit die Verträge funktionieren. Und die Begleitmaßnahmen ist all das, was die schweizerische Politik als notwendig erachten wird, damit das Ganze überhaupt vor dem Volk eine Chance hat. Und c'est des vases communicants. Wir müssen, je mehr wir in den Verhandlungen erreichen, desto weniger müssen wir adaptieren in unserer internen Ordnung, et vice versa. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass beide Verhandlungsstränge relativ zeitgleich vorangehen, sodass jetzt schon die Arbeiten begonnen haben, auf der innenpolitischen Schiene in einer engen Zusammenarbeit zwischen den federführenden Departementen, den Sozialpartnern und den Verbänden. Wir sind der Meinung, dass wenn die Verhandlung zu einem ausgeglichenen Resultat führt, so wie das Common Understanding diese Verhandlungsgrundlage sie erwarten lässt, wenn die Vorbereitungsarbeiten auf der innenpolitischen Schiene gut voranschreiten, dann werden wir in der Lage sein, dem Parlament ein gutes Paket zu unterbreiten und der demokratischen Debatte im Parlament und vor dem Volk anheimzustellen. Und so ereignet sich die Schweiz als souveräner, freier Staat in der Europapolitik.
Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.